Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, freshen Folge von Let's Play Clash of Clans. Jemand aus meinem Clan hat mich auf die Idee gebracht, dass ich mal Raptus Level 9 Farming Bases vorstellen könnte. Das werde ich jetzt auch gleich machen. Eigentlich habe ich mir gedacht, dass ich die Folge heute Mittag rausbringe, aber mir ist das dazwischen gekommen. Und zwar, ich habe mir so gedacht, da jetzt die Mario Kart 8 DLCs draußen sind, fahre ich mal schnell zu Tanko und hole mir 15 Euro Nintendo-Gutscheinkarte. Okay, das wird euch nicht interessieren. Deswegen würde ich mal sagen, dass wir direkt anfangen. Und zwar die erste Raptus Level 9 Farming Base, die ich euch vorstelle, ist meine. Das soll jetzt nicht selbstverliebt klingen, denn ich habe mir die Base auch nicht selber ausgedacht, sondern die habe ich mir aus dem Internet rausgesucht. Und zwar, was ist das Gute an der Base? Das Gute an der Base ist, dass die vier Minenwerfer halt so im Viereck stehen. Eigentlich damals, als der vierte Minenwerfer, also vor dem Halloween-Update, wo der vierte Minenwerfer noch nicht da war, da stand ja noch der Barbarenkönig drin, ne? Aber jetzt muss er draußen pennen. Ja, was ist noch das Gute an der Base? Die X-Bögen stehen weitmittig und die Magiertürme jeweils beschützen zwei Lager, bis auf der beschützt drei Lager. Das ist auch relativ gut. Die Teslas stehen im Viereck, schön mittig. Na, ich will keinen Bauarbeiter kaufen. Ja, das ist halt das Gute an der Base. Ich würde mal sagen, ich stelle euch jetzt die nächste Base vor. Die zweite Raptus Level 9 Farming Base, die ich euch jetzt vorstelle, ist die von Mobile Fanboy. Einige von euch, naja, wahrscheinlich jeder von euch wird ihn wahrscheinlich kennen. Ist auch ein YouTuber. Mit über 100.000 Abonnenten. Was an dieser Base gut ist, wie schon bei meiner, die vier Minenwerfer stehen alle in der Mitte und viereckig. An seiner Base ist halt nur besser, dass der Barbarenkönig auch drin steht. Die Luftabwehren stehen auch gut im Viereck. Ja, die ist vielleicht ein bisschen weit außen, aber das schadet ja nicht. Und die Magiertürme sind, die beschützen auch jeweils zwei Lager. Nur was mir nicht so an dieser Base gefällt, ist halt, dass die zwei Luftabwehren, die und die sehr weit außen stehen und die Magiertürme stehen auch sehr weit. Ich will seine Base wirklich nicht kritisieren, denn er ist tausendmal besser als ich. Nur das gefällt mir nicht so. Okay, ich würde mal sagen, wir machen direkt weiter. Die dritte Raptus Level 9 Farming Base, die ich euch jetzt vorstellen werde, ist von BennyChamp99. Er ist in meinem Clan. Was ist an dieser Base gut? Ja, die Minenwerfer stehen hier alle im Dreieck. Er hatte damals, ja, das war noch vor dem Update, aber ist ja egal, man könnte dann ein bisschen was austauschen. Die Luftabwehren stehen im Viereck, das ist perfekt. Die Magiertürme decken jeweils zwei Lager ab, bis auf den hier und der da. Ja, was nicht so gut an dieser Base ist halt, dass die Elixierlager draußen stehen. Aber naja, wenn man im Moment kein Elixier braucht, dann kann man die auch draußen hinstellen. Ich würde mal sagen, das war's dann jetzt mit der Vorstellung der Raptus Level 9 Farming Bases. Aber bevor ich jetzt die Folge beende, ein Zuschauer, also ein Abonnent, hat mich darum gebeten, ihn zu besuchen. Mein erster. Und zwar ist er im Clan. What the fuck? So. So. Boah. So. Suche. Ja, wieso wird der Clan nicht angezeigt? Nochmal Teddy's. Was ist das für eine Scheiße? Egal. Dann machen wir es eben so. Horde. Suche. Das für ein Fail. Heute Morgen habe ich ihn noch gesehen auf dem Handy. Nein, nicht da rein. Oh, Alter. Okay, probieren wir es noch einmal. Daddy's. Horde. Suche. Es tut mir leid, lieber Schumi, nur ich finde den Clan nicht. Du kannst ja unter dieses Video schreiben, vielleicht wurde der Clan noch aufgelöst.
Das weiß ich ja nicht, vielleicht wird der Clan aufgelöst. Und falls er sich aufgelöst hat, kannst du ja deinen neuen Clan drunter schreiben. Ja. Ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr es ja ruhig positiv bewerten. Ciao.